ihr Ziel erreicht. Bereit? Ich bin bereit. Wir sind bereit. Er ist wunderschön. Naja, ich meine, da ist vielleicht etwas Dreck und Schmutz dran und was immer das da ist. Aber Mann, da steckt ein Ferrari Dino unter dem Dreck. Ich bringe ihn zurück in die Werkstatt und... Ziel erreicht. Wollen wir? Das ist ein Holden Monaro GTS 350 5,7 Liter V8 circa 1973. Tut mir leid, das ist ein sehr emotionaler Moment für einen Australier. Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Okay, dann schauen wir mal rein. '69er Dodge Charger Daytona. Sieh dir diesen riesigen Heckflügel an. Das ist ein getunter NASCAR-Bolide. Was sucht dieses Geschoss hier draußen? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich bin gerade viel zu aufgeregt.
73er Falcon XB 5,8 Liter V8 Interceptor der Main Force Patrol Benzin Selbstmordmaschine. Ja, ich muss mich kurz eine Minute beruhigen. Keith auf Epitaph Radio. Rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das ist der beste Teil meines Jobs. Ein alter Landcruiser. Schick. Ein Landcruiser bekommt man nicht tot. Die haben zwar neue Modelle rausgebracht, aber das war völlig unnötig. Die alten Modelle aus den 70ern laufen immer noch. Ich bring den Landy trotzdem für eine Frischzellen-Crew in die Werkstatt. Ich sag dir Bescheid, wenn er fertig ist. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Mal sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Oh, das ist ein Reliant Regal, ein wahres Stück britischer Automobilgeschichte. Wenn du weiter so Klassiker aus dem Hut zauberst, bist du in einem Jahr glatt Millionär. Ich werde mich mal um die Knutschkuh. Epitaph Records möchte euch eine ungeheuer wichtige Frage. Und was finden wir hinter Tür Nummer 1? Ich erkenne kaum, was darunter ist. Ist das... Nein, kann nicht sein. Sieht aus wie einer der seltensten und wertvollsten Maseratis überhaupt und aktuellen Benutzung als Bücherregal. Wenn das stimmt, ist das der Hammer. Lass mich das Ding in die Werkstatt bringen, okay?
Das hier wird etwas ganz Großes, das spüre ich. Oh Mann, wir haben eine echte Legende gefunden. Der Holden Sandman. Siehst du die Lackierung? Das ist die Sea Witch Edition. Nicht irgendeine Schmiererei, das ist der originale Holden aus der Broschüre. Ab damit in die Werkstatt. Ich rufe dich an, wenn ich das Ding rundum erneuere. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und wer ist unser nächster Kandidat? Sieht aus wie ein Skyline GTR. Als V-Spec. In den 90ern waren diese Dinger der Hit in der australischen Tourenwagenmeisterschaft. Mit dir ist jeder Morgen wie Weihnachten. Ein Jaguar. Oh ja, ein Jaguar. Mark II, wenn ich mich nicht irre. 3,8 Liter Motor, Rennlackierung. Aber das spielt alles keine Rolle, oder? Schließlich ist es ein Jaguar. Man fühlt sich schon durch die bloße Anwesenheit erhaben. Ich bringe ihn in die Werkstatt und poliere ihn. Nun dann, überwältige mich.
Ein Strandbuggy, wie cool! Und zwar ein Myers Manx. Als Kind wollte ich immer so einen haben. Eigentlich wollte ich ja einen Lamborghini Countach haben, aber was will man damit am Strand? Ziel erreicht. Möchtest du das übernehmen? Das ist ein Lamborghini, ob du es glaubst oder nicht. Der LM002 sollte ein Luxusschlitten für den Offroad-Einsatz sein. Der hier wurde wohl zu hart durch den Schlamm geritten. Die Aufhängung ist hinüber. Und ab dafür! Sieh dir diese Linien an. Das ist nicht irgendein Ferrari, das ist ein 166. Das erste Auto, mit dem sie Le Mans gewonnen haben. Das Auto, mit dem alles begann. Und das arme Ding sieht aus wie Sand gestrahlt. Oh, ich liebe diesen Teil. Das ist ein FX, das erste Horden-Nutzfahrzeug überhaupt. Genau der war Australiens Geschenk an die Motorwelt, aber dieser... Oh, dieser hier stinkt so, als hätten darin Ziegen gehaust. Ich bringe ihn... Widerstand nutzen könnt. Werdet kreativ mit eurem Wagen. Zieht die Fähigkeitsketten so lange durch, wie ihr könnt, und wir verdoppeln eure Fähigkeitswertung. Bleibt dran bei Pulse und los geht's. In 200 Metern links halten. Links halten.
Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern scharf links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Los, die Spannung bringt mich um. Ist das ernsthaft ein Ford Woody? Tatsache, es ist ein Ford Woody. Das ist praktisch eine unbezahlbare Antiquität, als ob man einen Rembrandt in seiner Garage finden würde. Naja, für mich zumindest.